Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Super Barbies World. Ich freue mich drauf, mal sehen, wie dieses Spiel so ist. Ich habe es oft in der Werbung gesehen und jetzt spielen wir es einfach mal und spielen den ersten Level. Okay, cool. Ich muss sagen, Super Martino Adventure hat mir jetzt auf den ersten Blick besser gefallen. Aber das kann sich ja auch ändern. Ich finde den Hintergrund vor allem ziemlich nice. Also der ist... ist gut und ich bin einfach mal tot im ersten Level. Geil. Das ist mir auch bei Super Bino Go passiert. Das Spiel habe ich allerdings bisher noch nicht hochgeladen und einfach mal schauen. Ich glaube, da werde ich eher ein Let's Test bringen oder ein unvollständiges Let's Play. Also ich werde da mittendrin irgendwann beginnen, wenn ich denke, das Spiel könnte spannend werden. Aber bisher ist es nicht so ganz meins. So, mal schauen, wie es bei Super Bobby's World aussieht. Alter, die Knopfsteuerung ist ein bisschen langsam. Die ist ein bisschen verlangsamt. Also ich muss da deutlich früher drücken. Ja, das gefällt mir schon mal nicht so, muss ich sagen. Natürlich kein Hate an das Spiel. Ich finde es klasse, dass es solche Spiele wie Super Bobby's World gibt. Aber das finde ich dann noch ein bisschen schade. Dass man da ein bisschen früher... Ja, es geht, es geht. Ja, auch zu spät gedrückt. Okay. Komm, wir kriegen es hin. Was ist das für ein Knopf? Der B-Knopf? Damit kann man rennen. Okay. Ja, das ist auch kein schlechter Knopf. Ja. Wow. Alter, ich finde das Spiel gar nicht so einfach. Es sieht so aus, als wäre es wirklich ziemlich easy. Aber nein. Die Steuerung liegt mir tatsächlich gar nicht. Aber ja, den ersten Level haben wir schon mal abgeschlossen. Hey. Later, please. Danke. Wir machen den Level zweimal. Mal schauen, wie der so ist. Direkt dieselbe Kulisse. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also bisher sieht das Spiel ja auch nicht schlecht aus, aber die Steuerung. Ich weiß nicht. Boah! Da seht ihr, ich struggle ja total. Boah. Nein! Mann, ey, nee. Bitte nicht sterben. Boah, bitte nicht sterben. Danke. Ein Juwel? Was auch immer mehr dir bringt. Punkte, okay. Ich hätte lieber ein Leben. Oder... Nein! Okay, ich glaube, ich werde das nicht lange spielen. Na, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Ich habe Probleme. Und deswegen werde ich, glaube ich, bald schneiden, wenn ich hier nochmal fehle. Weil wenn so das ganze Let's Play wird, oh je. Dann wird es nur ein Let's Test bleiben. Boah! Junge, ist das schwer. Ja, also steuerungstechnisch habe ich Probleme. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir machen jetzt Level 3 und schauen, wie der so ist. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber, jetzt muss ich hier wieder... Boah! Der Einzige, der hier Probleme hat in dem Spiel? Kann ich mir ja nicht vor... Boah! Vor allem, wenn ich renne, dann habe ich gar keine Kontrolle über ihn. Über Bobby. So, nein! Digga, das ist doch nicht wahr. Da habe ich mir ein Spiel rausgesucht, das mal wirklich nicht einfach ist. Oh, Mann. Boah, nee. Okay. Please. Was ist denn das für ein... Was ist das für ein Frosch? Ey, ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Renn. Ich werde langsam besser, ich merk's. Aber der Frosch jetzt, der ist ein Hindernis. Wartet. Danke.
Da ist noch einer. Kann ich auf die drauf springen? Ich will es lieber nicht riskieren. Deswegen schnell weiter. Okay, 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 okay. No, warte! Das war mal so ein unsichtbarer Block, ey. Der ist der Marke lebensgefährlich. Boah, ey. Invisible Coin Block. Aber es ist ein Stern. Macht's das besser? Das ist so eine Unverwundbarkeitssache. Nein, oh, Jänge. Ich bin gesprungen und dann springt der wieder nicht. Aber egal, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich durch. Hoffentlich sagen wir bitte, dass wir gleich durch sind, ey. Ich hab langsam keine Nerven mehr für diesen Level. Und Junge, bitte, bitte geh ins Ziel. Bitte einfach geh ins Ziel. So, boah. Und das war nur Level 3. Das war nur Level 3. Na, das kann ja lustig werden. Level 4, okay. Mal schauen, ob der leichter wird. Ich sehe es kommen. Nein. Junge, nein. Junge, 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 nein. Bitte sagen wir, dass wir es irgendwie hier durchschaffen. Das ist doch nicht normal hier. Ja, ist okay, ist okay. Ja, irgendwie durchwaschen. So, zack. So. Ja, ich schaue jetzt gar nicht mehr in die Itemkästen. Das ist mir auch aufgefallen. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen, aber... Ja, jetzt kriegen wir wenigstens Unverwundbarkeit. Okay, ja, hier müsste es doch was geben. Bitte, dass wir wieder groß werden wenigstens. Ihr seid doch so gemein, ey. Alter. Oh, wow, wow, wow. Oh, meine Meinung zum Spiel, es macht schon Spaß. Also, schlecht ist es nicht. Es macht schon Spaß, das muss ich sagen. Schlecht ist es bei weitem nicht. Mir macht schon Spaß, muss ich schon sagen. Also, runterladen kann man sich's gerne. Ach, Dragon Quest. Der Schleim. Oh, der ist so nice. Der ist so nice, ey. Der hab ich mal Sportmix immer gezockt, ey. Lel. War das Dragon... Warte mal, aber war das nicht Final Fantasy, wo der aufgetaucht ist? Und wo muss ich jetzt hin? Ins Wasser? Nein. Das Spiel endet hier einfach. Lol. Oder kann ich in die Röhre rein? Okay, sorry. Ey, oh, Untergrund und oh, die Kristalle im Hintergrund. Also grafisch wirklich Bombe. Wirklich grafisch bin ich mehr als nur begeistert von diesem Spiel. Muss ich ehrlich sagen, also der Hintergrund im ersten Leveln hat mir ja schon sehr gut gefallen. Auch wenn ich anfangs gedacht habe, oh, was ist das für eine Grafik? Es ist halt gewöhnungsbedürftig, aber doch, es gefällt mir. Also wirklich, ich glaube, das wird ein Let's Play. Auch wenn ich anfangs Probleme hatte, aber das macht wirklich Spaß, muss ich schon sagen. Es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Und ja, deswegen wird's gezockt. Nein! Ach Mann, aber das wird ein Fail-Let's Play. Das merke ich jetzt schon. Das wird ein Fail-Let's Play. Ach Junge. Ja, komm, dann schau mal in die Blöcke rein. Ja, gut, da geht's wenigstens wieder am Pilz. Sehr gut. Ja, ist okay. Boah! Junge, Junge, Junge. Okay. Rasen! Und du machst mich langsam rasend. Boah! Alter, er hat sich gerade noch so gerettet. Wir gehen jetzt mal oben drüber. Boah, die Steuerung. Das ist nämlich voller New Super Mario Bros. DS. Da konnte ich die Steuerung auch nie. Ach, Mann. Boah. Durchs Rennen bin ich nur auf die andere Plattform gekommen. Ja, nee, ist klar. Wir überleben, bitte. Wir überleben, jawohl. Boah, ich werde noch hier wahnsinnig. Das wird ja noch wahnsinnig hier. Aber wir haben es durchgeschafft und wir haben Super Bobby's World vorerst durch, oder? Ja, mal schauen. Mal schauen. Ein Level mache ich noch in diesem Part. Und wann es den zweiten Part gibt, puh, keine Ahnung. Werden wir sehen. Level 6. Also Spaß macht's schon. Und ich hoffe, dass die anderen Welten auch episch aussehen. Weil grafisch ist das Bombe. Nein! Haben wir überhaupt extra Leben? Nee, oder?
braucht es auch keine. Das finde ich auch in New Super Mario Bros. So unnötig, dass man Leben farmen kann. Ich meine, 99, warum macht man sich einfach so, dass man gar nicht Game Over gehen kann? Das hat man ja in Odyssey jetzt geändert. Dass es keine Leben mehr gibt. Und in Mario 3D World plus Bowser's Fury ist es auch geändert. Ja gut, in Mario 3D World gibt es noch Leben, aber das ist halt wegen ein Spiel von 2013, weil es von der Wii U geportet wurde. Okay. Na, das nenne ich doch mal spitze gemacht. Den Frosch haben wir ja mittlerweile auch nicht mehr begegnet. Der ist einfach nicht mehr da. Bin ich froh drum, weil der hat mich hier richtig aufgeregt. Wir riskieren es, wir gehen auf Risiko. 2-1 Risiko. Oh, wow. Wir sind durch. Leute, damit war's das mit dem ersten Part von Super Bobby's World. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, schaltet gerne wieder ein. Und wir schauen uns jetzt kurz an, was es hier noch für Welten gibt. Ah, oh, 4 Welten. Wir können hier was kaufen, aber keine Welten. Okay, das schließt daraus, dass man wirklich hier alles anschauen kann vom Spiel. Wirklich klasse Spiel. Super Bobby's World. Holt es euch auch fürs Handy. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.